Ja, und willkommen zu Let's Play Sonic 1. Ja, ich bin Sonic 1 als Let's Play. Ich werde kein 100% Run machen. Ich werde gucken, was ich alles so mitnehmen kann, Chaos Emeralds, aber ich werde sie nicht so hart suchen, weil sie in diesem Spiel überhaupt nichts bringen. Nur für ein besseres Ende. Aber ich möchte das Spiel nur durchspielen. Auf jeden Fall. Kurz mal zur Spielerklärung. Sonic ist Sonic kam aus dem Jahre 1991. War das erste Sonic Game, was es jemals gab. Ja. Und dazu ist es eins meiner meistgespielten Spiele in meiner Kindheit. Ja, da habe ich so viel Sonic gesucht. Oh. Nochmal kurz losschießen und zack. Egal. Hui. So, einfach durchrennen, ja. Und jeden Tag wird jetzt ein paar erscheinen, bis wir halt Sonic 1 durchhaben. Danach kommt Sonic 2. Und danach kommt Sonic CD, weil Sonic CD ist auch ein zweiter Teil. Aber ich spiele die Spiele natürlich so in ihrer chronologischen Reihenfolge. Werbung schneide ich natürlich meistens weg. Wenn wir mal schauen müssen, wie viel Werbung wir immer zu Gesicht bekommen. Und ich hoffe natürlich dadurch, dass ich das Spiel schon öfters gespielt habe in meiner Kindheit, dass es nicht so failreich wird. Ich habe den Part nämlich schon, ja, wie sage ich das jetzt, schon, oh mein Gott, Gott sei Dank haben sie den Fehler behoben. Auf der PlayStation 2, nämlich wäre ich schon fast gestorben. Und wenn ich da kommen wäre. Achso, was ich noch erzählen wollte, ist einfach, dass ich, ihr seht gerade einen Mauszeiger, cool. Bedachte den eigentlich gar nicht. So. Weil ich habe es auf der PlayStation 2 oft gespielt. Boing. Ja. Und da ist man gestorben an dieser Stelle. Mit den Stacheln, wenn man die Stacheln nur ein bisschen berührt hat. So. Was ich noch erzählen wollte. Also. In Sonic 1 werde ich die Chaos Emeralds. Digga. In Sonic 1 werde ich die Chaos Emeralds halt nicht sammeln. Und bitte gib mir den Ring. Bitte gib mir Get the Ring. Danke. Ich werde außerdem. Außerdem werde ich pro Part immer nur eine Zone machen. Also in diesem Part ist es die. Die liebe Green Hazel, wo wir dann noch damit abgeschlossen haben, wenn wir den Eggy besiegen. Digga, die Stange ist aber schon ein bisschen schwammig. Und man hält Hals nicht nach. Das funktioniert ja immer. Hurra! Ach du Scheiße, bumm. ups. So, dann ist Dr. Eggman kaputt. Bruder. Ich werde natürlich ein bisschen was anpassen müssen, diese Folge. Aber egal. Das war's auch mit dem ersten Part. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne liken, teilen, abonnieren, die Glocke aktivieren, nichts mehr zu verpassen. Sehen wir uns beim nächsten Mal mit der Marble Zone wieder.